Gesetz zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetzes, beschlossen am 25. März diesen Jahres vom Deutschen Bundestag, am 27. März verkündet im Bundesgesetzblatt, beinhaltet unter anderem die Änderung des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes und weist zusätzliche Kompetenzen dem Bundesfinanzierungsgremium zu. Mal ehrlich, hört sich kompliziert an, ist es auch, aber erklärbar. Ja, wir fahren jetzt mal rüber ins Paul-Löbe-Haus, weil das sein Ausschuss ist, dieses Bundesfinanzierungsgremium. Das hat unterschiedliche Aufgaben und jetzt eben neue bekommen. Also machen wir es mal ganz einfach. Das Bundesfinanzierungsgremium ist ein Unterausschuss des Haushaltsausschusses. Es sitzen 13 Leute drin und die haben immer schon über drei Dinge sich informiert und teilweise auch entsprechende Hinweise gegeben. Einerseits die Frage der Bankenstabilisierung, eine alte Geschichte aus der letzten Finanzmarktkrise. Zweitens die Frage, wie die Bundesschuld verteilt ist. Wo legen wir an? Wie viel Zinsen? Wie sind die Laufzeiten? Welche Pläne? Was hat das für Auswirkungen auf den Haushalt? Und drittens haben wir uns beschäftigt mit der Frage der Bundesbeteiligung. Post, Telekom, aus der Finanzkrise die Commerzbank und andere kleine Unternehmensbeteiligungen noch dazu. Das wird kontrolliert, weil auch hier die Gewaltenteilung gilt. Und ja, und jetzt haben wir durch die Corona-Krise faktisch das Problem, dass wir ja wieder in Bereiche hineinkommen, wo der Bund Unternehmen helfen muss und helfen wird, die durch diese Krise in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind. Dann wird es Unternehmensbeteiligungen geben, stille Beteiligungen, Aktienbeteiligungen, möglicherweise geht es in den Aufsichtsrat und das wird begleitet, genau, vom Bundesfinanzierungsgremium im Rahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds, eines großen Fonds, in dem der Haushalt sehr viele Milliarden zur Verfügung gestellt hat. Ja, und so sieht das dann in dem Gremium aus. Hier sitzen die Abgeordneten und drüben die Ministerialbürokratie und dann wird gefragt und ich hoffe gut beantwortet. Ja, wir hatten jetzt fast drei Stunden dieses berühmte Bundesfinanzierungsgremium für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ihr seht, die Worte beherrschen immer noch. Und ich wollte jetzt mal mit jemandem reden, der es möglicherweise aus einer anderen Perspektive sieht. Sven-Christian Kindler, Grüner. Sven, wie hast du das erlebt? Ich meine, wir haben ja schon vieles erlebt, aber wie hast du heute so die Sitzung erlebt, ohne dass wir natürlich verraten dürfen, was ist? Genau, ist alles nur geheim. Wir dürfen also nicht groß darüber reden. Aber im Kern geht es darum, dass wir informiert werden, was die Regierung jetzt plant, wie die Gesetze und die Rechtsverordnung umgesetzt werden, wie die Verhandlungen der Kommission sind und auch was bei der Lufthansa passiert. Und ich finde schon, im Kern war das heute eine gute Sitzung, wo uns im Geheimen einiges erzählt wurde und wo wir unserer Rolle als Parlamentarier nachkommen konnten, eben auch zu kontrollieren und kritisch nachzufragen. Denn im Endeffekt, das wirst du wie ich sehen, auch wenn wir an manchen Stellen unterschieden, wir kontrollieren hier ja auch, weil wir ja für den Steuerzahler aufpassen. Hast du das Gefühl, die Exekutive macht da, was sie will? Oder mein Eindruck war eigentlich, die waren sich schon bewusst, dass sie hier mit Steuerzahlergeld handeln. Also ich finde, das Bundesfinanzierungsgremium, in dem wir ja gerade gesessen haben, das ist ein sehr spannendes Gremium, ähnlich wie der Haushaltsausschuss, aber noch mehr in diesem speziellen Gremium, weil man das Gefühl hat, es geht nicht nur sehr um Opposition oder Koalition oder Grüne oder FDP, sondern in vielen Fällen haben wir trotz unterschiedlicher politischer Prägung das gemeinsame Interesse, dass der Steuerzahler nicht über den Tisch gezogen wird bei solchen Unternehmensbeteiligungen, bei solchen Unternehmensrettungen. Und ich habe schon gemerkt, dass es da Konflikte gibt innerhalb der Bundesregierung, welches Modell man für die Lufthansa verfolgt, aber auch, dass es da durchaus auch Politikerinnen, Politiker gibt, die sich dafür einsetzen, dass jetzt auch Mitspracherechte bei der Lufthansa auch gewährt werden. Und bevor ihr jetzt alle denkt, wir sind völlig einer Meinung, nehme ich noch ein Thema, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Die Frage dann, mischt man sich ins Geschäft, ins Operative ein? Da habt ihr so ein bisschen gesagt, okay, wir müssen bei dem sehr wichtigen Thema Nachhaltigkeit, müssen wir da bestimmte Bedingungen setzen. Wo siehst du da die Diskussionen, die dann noch auf uns zukommen? Aus meiner Sicht sollten der Staat sich nicht schlechter stellen als private Investoren. Und private Investoren versuchen immer, wenn sie Unternehmensbeteiligung eingehen, auch ihr Vermögen zu schützen, ihre Assets, und sich beteiligen sich an einer Unternehmensstrategie, an dieser Ausrichtung dazu. Nicht im Kleinen-Kleinen des täglichen Tagesgeschäfts, aber der Frage, halte ich zum Beispiel das Pariser Klimaschutzabkommen ein? Bin ich auf dem Kurs für 1,5 Grad? Das sind zentrale Fragen, die für ein ökonomisches Unternehmen sehr wichtig sind, weil es im Zweifel auch mit Strafmaßnahmen zu tun hat.
hat oder der Frage, habe ich überhaupt Geschäftsmodelle in der Zukunft. Von daher finde ich schon, dass zum Beispiel bei der Lufthansa ähnlich wie bei der Air France, wie es der französische Staat gemacht hat, auch ökologische Bedingungen, Kriterien eine Rolle spielen müssen, auch nachher, wenn der Staat drin ist, über den Aufsichtsrat oder die Gesellschafterversammlung. Ich hätte jetzt gesagt, das muss das Unternehmen im operativen Geschäft wissen und wenn wir als Politiker der Meinung sind, die agieren nicht richtig, dann setzen wir die Rahmenbedingungen. Hatte aber das ist ja das Gute, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Rahmen müssen wir trotzdem setzen, das muss ich sagen, aber du musst beides machen. Als Staat bist du auch verpflichtet, wenn du dich ans Pariser Klimaschutzabkommen hältst, das auch in deinen verschiedenen Geschäftstätigkeiten auch umzusetzen. Das wäre meine Sicht darauf. Also ihr seht, es gibt unterschiedliche Meinungen und wir sehen uns die nächsten Wochen regelmäßig mittwochs auch an dieser Stelle wieder. Ich danke dir. Gerne. Ja, also da werden wir noch ziemlich viel nehmen, aber ich bin gespannt, was noch alles an Fällen kommt. Ja. Aber weißt du was? Komm, wir gehen mal ein bisschen Wirtschaft stabilisieren. Okay, machen wir.